Hallo und herzlich willkommen zum 78. Part von Sims 4. Weiter geht's. Ja, ich habe vergessen, nach dem Pool zu gucken und jetzt überschrieben. Ist ja auch egal. Falls euch der Part gefällt, lasst ein Like da und abonniert und aktiviert die Glocke, falls ihr noch nicht getan habt. Würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Ist auch for free. Natürlich for free. So, Joe hat Hunger. Anscheinend. Dann gib ihm mal Essen. Also, ich schicke ihn mal zum Essen hier. Mach das mal. Außerdem ist Björn auch da. Der Björni-Boy. So, du kannst nochmal eben hier weitermachen. Du hast nicht schon noch Zoll. Für alles. Du kannst den Stimmungslöser und Dingstrank. Ja, ich hätte das echt machen müssen vorher. Also später am Älterwerden bei ihr. Ja, aber es steht mir jetzt echt im Weg rum. Aber egal, ist wie es ist, ich kann es nicht mehr ändern. Ich kann nicht in der Vergangenheit reisen und sagen, ey Sascha, änder das mal. Und sie ist horny. Horny bist Bella. Weißt du, was wir da machen? You know what we do? When you're horny. We have another shower together. Together. Bei der Dusche. No. Okay, perfekt, das Ding geht weg. Oder? Ja, gut. Dann kannst du eigentlich mal hier eben den Energietrank nehmen. Zack. Nein, trinken. Gönnen. Go nehmen. Gönn dir. Ender. Gönn dir. Und wir abbauen. Scheiße. Und ich. Nicht die Art und Weise. Was Lilith? Nee. Ein Dude. Okay. Ja, Björn habe ich gesehen, wie er reinspaziert ist. So, ich, traurig herumschwimmen kannst du machen. Und dann nackt baden. Und dann kannst du ein bisschen schwimmen. Den Schwimmen kannst du noch machen. So. Einfach was auswählen. Zack. Wie sie immer noch die Kleidung trägt. Tschüss, Amber. Was willst du eigentlich hier, Björn? Was willst du eigentlich hier? Achso, du willst bestimmt ein Autogramm haben, ne? Achso, zur Eltern, zu seiner Tochter willst du. Also, vielleicht auch bald mal zu deiner Tochter. Also, ich meine Eltern, bei seiner anderen Tochter war ich ja schon. Sein oder andere Mal bei seiner Frau. Und du machst mal den Boden hier sauber, auch wenn du es eigentlich gar nicht machen musst, aber wenn dir. So, du musst Energie geladen, dann kannst du ein bisschen rumschwimmen, genau. Sehr gut. Sehr gut, das kann sie leveln. Ich hoffe, sie wird nicht gefährlich müde, oder? Aber wird sie's? Nö, der Müll, okay. Also noch der Müll. Energie geladen, den Zaubertrank. Also sie ist eine schöne Meerjungfrau, wenn sie leider alt geworden ist. Ich hätte sie öfter als Meerjungfrau nutzen sollen, als sie noch jünger war. Da hätte man sie eher beschauen können, aber naja. Ja, vielleicht auch Job. Und der denkt sich, what the fuck, was geht mit der Alten? Typisch Joe. Typisch Joe. Einfach Joe, da merke ich einfach, mein Hund, ey. Ist echt ein guter Sohn von mir. Und der freut sich über das Autogramm, das ist sehr gut. Ja. Was wollt ihr eigentlich noch mit mir machen? Was will ich dann bei mir machen? Achso, ich wollte die Videos hochladen. Stimmt. Und Lilith habe ich doch angerufen. Wo zum Geier ist sie? So, Julia geht erstmal vernünftig hin. Und dann schaue ich mal, wo Lilith ist. Wird gleich da sein. Wo? Ist sie hier im Haus? Ja. Achso, sie schaut auf Fernsehen. Ich wollte schon gucken. Wo soll die denn hier sein? Ah, hier sitzt sie. Gut. Ja, es ist halt manchmal nicht so einfach mit drei Stockwerken, Leute. Also ich, ja. Küssen kannst du sie mal, knuddeln. Nicht lustig, Alter, wen interessiert dich Scheiß? Küssen. Habe ich Küssen oder Knuddeln ausgewählt? Okay. Zweimal küssen, ja. Gut. Dann küsse sie einmal, dann knuddelst. Ich dachte, ich hätte jetzt erstmal Knuddeln ausgewählt, aber. Ne? Kannst du dann mal knuddeln? Ja. Kannst dann hier mal eben.
Die können beeindrucken. So, was bist du machen? Du bist hier am Putzen, ne? Ja, gut. Was bist du eigentlich am machen? Du sollst richtig pennen gehen. Ja, mach dir erst Essen. Oh ne, warte, geh erst richtig pennen. So, zack. Das ist im Ernst. Du wirst sie nicht, aber naja. So, sie geht pennen, die Arme. Amber macht ihre Aufgabe. Ja, Amber kann echt die ganze Zeit durchhalten aktuell. Ich hoffe, sie stirbt dann auch nicht, das wäre scheiße. Ja, noch geht's hier super. Ist das wegen dem Dreck, dass hier scheiße geht? Und Joe schwimmt mit? Hey, Joe! Hey! Das macht dann echt auch manchmal. Also, sehr gerne ins Wasser geht. Das ist aber auch der einzige Sport zu geben. Sport, den einzigen Sport, den er macht. Sonst immer fressen und schlafen. Er geht auch echt ungern raus. So, und laufen und so. Ja, nicht so sein. Aber na, Energieladen rumschwimmen, ja. Komm schon. Komm schon, schwimmen diese Runden den ganzen Tag. Oder die ganze Nacht. Fast Level 5 erreicht. Yes. Okay, es klappt. Amber kann jetzt Proteinshakes an der Bar zubereiten. Außerdem kann sie auf dem Laufband laufen, ohne zu schwitzen. Amber hat ihre Ausdauer verbessert und verliert beim Schwimmen weniger Energie. Das heißt, ich könnte das hoffentlich jetzt noch auf Level 6 bringen. Das heißt, ich schaffe das. Hoffentlich. Und sie ist beschämt. Scheiße. Warum bist du beschämt? Hä, die Romantik ist erhöht. Warum ist sie beschämt? What's happening? Hä, es läuft doch alles gut. Warum ist sie beschämt? Voll. Beschämt wirst du, dann möchte ich gerne. Knolle? Mit dir? Weiß nicht, ob. Okay, sie ist verspielt, alles gut. Dann kannst du ihr ein Autogramm geben, auf jeden Fall. Wenn schon, denn schon ein bisschen Ruhm erhöhen. Dann, obwohl, du kannst eigentlich mit ihr rumschmusen auf dem Sofa, ein bisschen. Nee. Egal, geh einfach mal mit ihr in die Dusche jetzt. Dauert mir zu lange. Und sie freut sich total. Nice. Ah, natürlich freut sie sich. Was überrascht mich das? Und oh, sie ist müde. Er müde wegen Training. Scheiße. Oh Mann, ey. Zu gefährlich müde. Aber warte mal, ich glaube, der energiegeladene Trank war der beste. Ja, doch, doch, doch. Okay, kann ich noch einen holen von mir aus? Yep. Ja, leider wollte ich eigentlich die Punkte für mich benutzen, aber hey, es muss sein. Es muss einfach sein. Ich habe jetzt so viel. Ups. Ich bin längst dran vorbei. Volltrottel. Scheiße, ey. Ich hab so viel Spaß in dem LP, ey. Ah, Mann. Es ist einfach. Sims 4 ist einfach so mein Spiel. Irgendwie. Ich bring mich voll auf zum Lachen, so. Klar, manchmal fuckt das mich auch ab, aber ja. Man sollte es. Ich sehe es halt immer noch irgendwie, ja. Ziemlich verbissen, so, wenn es halt in Games ist. Man sollte es irgendwie aber nicht machen. Man sollte es einfach als Spiel sehen, weil es ist ein Spiel und ja. Oh, scheiße, ich muss pissen. Warum zum Teufel? Weiß nicht, ich voll viele Drinks gebe. Obwohl, eigentlich dürften die gar nicht pissen müssen, weil die trinken ja sowieso nichts eigentlich, bis auf Ausnahmen hier. Nein, hör mal auf zu schwimmen, ist alles gut. Ist alles gut. Ich habe auch einfach mitgemacht. Weil da der kleine Racker. Dann sagen ja, ich kann das auch. Ja, perfekt, Joe. Joe, du bist göttlich. Hast du gehört? Oh, ja. Ja, mein Hund, ey. Ach, der Beste. So, Amber, jetzt hier wieder Klasse, ja? Gut. Gut, dass ich den Eintrag rübergelassen habe. Oh,
Oh, sie ist fett geworden immer noch. Hä, wieso ist sie auf einmal fetter als vorher? Lag das am Wasser? Und toll, dass sie gerade jetzt hier auf Klo muss. So, du kannst das mal essen, dann trinkst du das hier. So, zack. Und das kommt eben in den Kühlschrank. 2 Minuten bis verdorben. Glück gehabt. War bestimmt Elsa. Also kann ich mir vorstellen, weil sie ist ja eh da. Oh nein. Okay, gut. Ich dachte, sie ist immer noch beschäftigt auf Klo. Weil noch ist Amber nicht beschämt. Ich will ja keine Beschämung, ich will Energie geladen haben. Und schon, nein, hör auf damit. Hör auf, das Scheiß wegzuräumen. Lass das einfach da blöd stehen. Lass das da stehen, der Trank läuft ab. Hier. 3 Stunden, ja, toll, 2 Stunden. Dankeschön, Spiel, dass Sie immer danach dem Drink sofort den Abwasch machen müssen. Sonst interessiert er die Scheiße auch nicht. Aber dann, wenn es mal Sinn macht, das stehen zu lassen, ja, dann ist so, sag ich, ein bisschen fertig mit Limit eigentlich? Ja, ne? Schon längst, ne? Ja. Dann räumst du mal die Scheiße weg. Ja. Ist in Ordnung. Aber Digga, für dich habe ich eigentlich was anderes geplant. Es ist außerdem nicht deine Aufgabe. Du bist ein Vampir, der überhaupt keinen Abwasch macht. Also warum sollst du dich drum kümmern? Wo ist Lilith? Ist sie überhaupt hier? Ja. Warte. Dann gehen wir da oben in die Dusche. Oh, ich hätte mal noch ein paar Fehler. Keine Ahnung, wo Lilith genau ist, aber ist mir auch egal. Sie freut sich auf Weihnachten. Nein! Das erfüllen kannst. Sie freut sich einfach hier auf Weihnachten. Morgen gibt's Geschenke, juhu, morgen wird Elsa Geschenke bekommen. Was für ein wundervoller Tag das werden wird. Und das macht die nur, weil der Kind nicht als Merkmal hat. Weil es ist eigentlich das, was halt immer Kleinkinder denken oder vielleicht auch Kinder, glaube ich. Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall Kleinkinder haben halt immer diese Laune vorher vor Weihnachten, juhu und so. Ja, lustig. Yes, es klappt. Perfekt. Ich bin der Meister in Sims. Ich hab's im Gang, dass sie so alt ist. Hör auf! Du sollst die mit ihr interagieren. Ist mir egal, wie das drin ist. Ich hasse Marotte, ey. Aber naja. Ist ja egal. Klappt ja auch so. Ah. Wie lange brauchst du eigentlich noch zur Arbeit? 2 Stunden, scheiße, halt. Noch ein bisschen ran, Amber. Komm, du schaffst das. Amber, 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 Amber. Ja, komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ja. Schnell, 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 schnell. So, sehr gut. Sehr gut, hat sie erreicht. Das heißt, sie ist dann auf Stufe 10, ne? Ja, eigentlich ja schon. Ja. Gut, die Anforderungen sind da. Sie mussten 1 Stunde arbeiten gehen. Kann noch ein bisschen ruhig schwimmen bis dahin. Level 6 der Fitnessfähigkeit erreicht. Amber kann jetzt anderen Sims ihre Muskeln zeigen. Amber kann jetzt noch schneller schwimmen als zuvor. Sehr gut. Freut mich. Aber ja. Gut, das kannst du mal aufhören eigentlich. Obwohl, kannst du eigentlich mal aufhören hier. Das reicht. Nicht, dass er schafft, unwohl zu arbeiten. Winterfest ist jetzt, okay. Ich habe gar keine Geschenke gekauft. Weil es mir so egal ist. Also hier wird es auch echt nicht jubeln. Oh je. Yeah. Ich meine, was juckt mich der Scheiß? Was hätte ich denn mit Lilith? Oh, ich fühle mich gut bei Lilith. Enge Bindung, wegen gefühlter Vertrautheit mit jemandem in der Nähe. Sind eben gute Freunde geworden. Aber dass ich mit Gefühl gegenüber sie in wirklich hab was genommen. Ah, jetzt kommt die Meldung im Gefühl. Too little too late, würde ich mal behaupten. Aber ja, es sieht gut aus bei ihr. Tiefe Verbundenheit von Sascha gegenüber Lilith. Okay. Und sie hat einige gegenüber mich. Sascha und Lilith sind durch ein mächtiges Band verbunden, was zur Stärke und Wohlbehagen führt. Ich wäre beeindruckt. Sascha weiß, was er tut und Lilith ist voller Respekt. Ja, natürlich weiß ich, was ich tue. Sie ist ebenfalls tief verbunden und größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Aufgrund schöner Zeiten und glücklicher Erinnerungen fühlt sich Lilith eng mit Sascha verbunden. Ja, das ist schon nice. Also, dass sie mal Gefühle gegenüber mir aufgebaut hat, dass sie mit einer der einzigen, freut mich, dass ein Nova mit sie nicht wärmer. Ich glaube, du verstehst nicht einfach.
Ja, Lilith versteht mich einfach. Sie ist die Göttinnen der Frauen. Weißt du was? Du kriegst das erste Geschenk und zwar kriegst du eine Medizin. Oh nee, du kriegst einen Plasmabeutel, dass du Nahrung von mir geschenkt bekommst. Wichtige Nahrung. Ich will nicht, dass es dir schlecht geht. Nein, wir hauen jetzt nicht ab. Aber eigentlich kann ich gehen. Ist okay. Und ich bin mal wieder fuck, yay! Ist ja nicht so, als heute mein Char Aufgaben zu erledigen. Na. So. Mein Sohn geht locker wieder nach draußen, oder? Ne, ich habe keine Videos mehr, okay. Kannst hier. Ne, kann ich nicht, okay. Schon erledigt. So, kannst hier mal Videos aufnehmen, ja, ja. Fröhlichen Vlog haust du hier raus. Noch einen fröhlichen Vlog und noch einen fröhlichen Vlog. Das machst du jetzt erstmal ein paar Mal. So, hoffe ich zumindest. So. Scheiße. Sind wir beide hier verbuggt. Anne, kannst du die irgendwie lösen? Scheiße, ich muss Emma zur Arbeit schicken. Glaube ich. Ne, die ist auch verbuggt anscheinend. Scheiße. Obwohl, was wäre, wenn ich den Raum löschen würde? Dann müsste das. Achso, Emma ist schon raus, okay. Nein, hol dir kein Getränk. So, brauchst kein Getränk. So. Anne, du gehst aufs Klo, bitte. Du bist nicht mehr verbuggt, das ist gut. Kannst du mal aufhören, die Blumen da zu gießen, Octavia? Du hast andere Aufgaben zu erledigen, wie Bücher zu schreiben und dich um dich zu kümmern. Kannst du damit aufhören hier? Nein. Du lässt die Müllpflanzen in. Oh, und Lilly ist hier. Lilly und Lilith. Auch eine coole Kombo. Und du kannst mal hier. Sie hat Bücher schreiben. Aber ich habe es ihr, glaube ich, auch nicht gesagt. Also, alles okay. So, kannst du jetzt mal Bücher schreiben? Hast du das noch nicht von alleine mal mit den Aufgaben? Ist ein bisschen schade. Das würde mir echt weiterhelfen, wenn sie es selber machen würden. Aber naja. Mann. Hi, Lilly. Kommst du vorbei? Bist du gerade in der Nähe? Kommst du vorbei? Dann würde ich dich auch gerne techtelmechteln. Gerne fängen. So. Oh, ich krieg eine Gelegenheit mal wieder, yes! Aber ich bin immer noch verbuggt. Leute, von der Gelegenheit, könnt ihr mir helfen? Okay, geht schon wieder, gut. Ja gut, dann mache ich direkt die Gelegenheit, halt mich direkt dran. Ich schau mal, ob Lilly hier vorbeikommt. Lilly? Ne, ich glaube nicht. Naja, ich könnte ja anrufen, also ja, nicht so schlimm. Erstmal mache ich hier weiter, mein ist traurig geworden. Und das ist traurig. Weil sie gegangen ist, aber. Nee, geteilt ist halt. Als jemand schlecht geht, den ich nicht genau verbunden. Schlecht? Okay. Ist das Lilith? Nee, Anne. Anne, was machst du da überhaupt? Wolltest du nicht auf Klo gehen? Die ist so dumm, sie muss auf Klo und geht duschen. Typisch KI. Mein Sohn ist hier mal wieder am sauber machen. Oh naja, Mann. Immerhin einer, der mal sauber macht hier. So, du bist ein Buch am Schreiben, bist dann hoffentlich fertig mit der Scheiße bald. Nee. Ich glaube, die Stimmung ist sogar wichtiger als wie die Aufgabe. Scheiße, ey. Die Spielen kannst du noch machen. Anne. Warst du auf Klo? Ja, gut. Ich hab's zu dir essen. Wie lange brauchst du noch zur Arbeit? Muss bestimmt auch gleich los, ne? Urlaub. Okay. Das ist schon nice. Wann habe ich ihr denn freigegeben, hä? Habe ich ihr freigegeben? Ach, egal. Ja, du kannst mal Reste nehmen. Ich habe noch das festliche Frühstück eben. Das wären einfach eigentlich Punkte für alle, wenn ich den Feiertag mache. Aber ja, ich kümmere mich auch um die Jobgaben. Anne.
Amber ist ja durch mit Aufgaben. Man muss sie zur Arbeit. Das stimmt doch, sie muss zur Arbeit oder ist das Faking? Ach so, wegen Weihnachten. Sie hatten alle zur Arbeit gemusst, aber wegen Weihnachten haben sie natürlich. Verstehe. Ja, aber scheiße, dass das Game mir nicht gesagt hat. Ja, morgen ist Weihnachten, die haben alle frei. So, ich dachte, ja, die müssen zur Arbeit, schnell, schnell, so. Man muss irgendwer zur Arbeit. Octavia muss sie zur Arbeit? Nee, ne? Oder? Muss nicht zur Arbeit. Wäre auch ziemlich scheiße, wenn sie an Weihnachten arbeiten müsste. Also dann hat sie definitiv was falsch gemacht. Nee, nee. Gut. Ja, dann haben wir doch eigentlich alles easy. Hätte ich mich gar nicht so abhetzen müssen. Ne? Ja. Egal. Passt schon, haben wir es für den nächsten Tag erledigt. Wenn sie wieder arbeiten müssen, haben sie es dann erledigt. So. Du schnappst dir eben Essen, dann machst du deine Aufgabe noch, dann bin ich durch mit den Aufgaben. Und ja. Außer bei der. Ja, scheiß drauf. Ne? Ich weiß nicht, wie sie funktioniert. Ich kann auch aktuell nicht nachgucken. Gucken, leider. Ja. So, nein, du kannst eigentlich hier. Ihr hier Winterfestchen gehen? Nein. Jetzt könnt ihr über das Leben reden. Genauso wie den Dude, der gleich kommt, also mein Sohn halt. So, machst du mal. So, genau. Dann nenn euch Scheiß. So, mehr. Überleben interviewen, genau. So, du kannst eigentlich mal etwas anderes machen. Nämlich kurz auf und aufhören. Weil jetzt dann gleich erstmal das Hoch wegen der Gelegenheit. Genau. Haben wir dann wirklich zwei oder ist mir wieder ein Fehler hier? Oh, er wollte zu Dings und jetzt geht er wieder weg. So. Amber ist fertig mit der Aufgabe, also was könnte sie nicht machen? Obwohl, sie könnte eigentlich dieses Winterfest machen. Dass du auch ein paar Punkte bekommst. Ich könnte das genauso machen. Ich habe ja eh nichts vor, eigentlich, bis auf die Gelegenheit. Und dann könnte eigentlich auch der Rest anfangen, der eh nichts zu tun hat, eigentlich. Ja. Stimmt. Eigentlich schon. Ja, oder wir warten auf Arne, bis sie fertig ist. Bis Arne fertig ist, einfach mit dem Schreiben. Ich weiß nicht, hat sie eigentlich nicht noch irgendwas? Ich glaube, sie hat noch Mathe. Ja, leider. Maul halten. Level 3 der Fähigkeit erreicht. Elsa kann Sims, die gar nicht schwanger sind, nach dem Entbindungstermin fragen und Sims zum Flitzen anstiften. Außerdem kann sie Mülleimer umtreten, in Pfützen stampfen und Voodoo-Puppen am Computer kaufen. Und zur Krönung kann sie die Voodoo-Puppe auch noch kitzeln. Hoffentlich nicht unsere Mülltonne und ja, das hier ist eher am lustigsten. Einfach Sims, die gar nicht schwanger sind, einfach. Frauen, die gar nicht schwanger sind. Ey, wann bekommst du ein Kind? Perfect insult to injury. So. Amber. Was bist du am machen? Bin ich am Kochen? Ich bin am Kochen. Dann kannst du gleich noch ein Festmahl kochen. Und zwar machst du dann ein Schinkenfestmahl hier. Und leider muss ich dann alle Spargos zum Essen rufen. Das ist nicht so toll. Weil Anne muss schreiben. Und meine und darf nicht essen, genauso wie der Markus. Der soll auch nicht essen. So. Ich glaube, das ist durch. So. Dann kannst du eben hier eben hingehen. Schreiben. Positiven Artikel. Oh, okay. Du brauchst noch einen Artikel mehr, den machst du dann über Markus einfach. Und dann kannst du eigentlich noch mich interviewen, genauso wie den Rest. Obwohl ich gehe von unten nach oben, weil sie ist ja eh einmal unten, dann kannst du den Ember interviewen. Und wo ist der andere unten, der die das andere? Obwohl muss ja eh nicht die sein, wir haben ja nur zwei, der, mich und mein Sohn. Und ja, sonst ist ja auch keiner hier, abgesehen von den Frauen, die auch, also von den Haushaltsmitgliedern ist ja eh. Ach so, doch, wir haben noch einen, der Joey. Also ihn kann sie auch nicht interviewen. Also kann sie schon, aber ja. Ich glaube nicht, dass sie auf einer Wellenlänge sind. Was das angeht. So. So, perfekt. Dann kannst du noch über
Nicht kannst du nochmal Markus Octavia? Hat man die schon? Weiß nicht. Mal gucken, ob es geht. Vielleicht kann man das auch zweimal machen bei jedem. So. Keine Ahnung. Mehr Artikel. Überleben-Interview, genau. So. Obwohl ich schreibe dann erstmal die Artikel, dann kann ich das eigentlich immer noch machen. Ja, stimmt eigentlich. Ich mache erst die Artikel fertig dann. Auf damit. Immer jetzt nach oben. Sophia, nein, die ist am Schlafen. Und die macht Nickerchen, oder? Nein, du machst hier kein Nickerchen, dass ich das aber auch der KI jedes Mal beibringen muss. Oh nein, das wollte ich nicht aus. Das Spiel, da denkt das Spiel einfach, ja, der ist doch eh so Techtelmechtel-König und so, eh so versaut. Warum nicht? Aber hey, nichts falsch daran, versaut zu sein. Ja, meine Gefühle gegenüber Ember sind auch irgendwie verschwunden. Schaut ja mal, welche ihr gegenüber und Octavia, weil die sind wohl weg. Und meiner macht sauber. Alles klar. Du kannst auch mal Festmahl kochen eben. So. Ich hoffe, die haben das in den Kühlschrank gestellt. Oder ich hab's hoffentlich in. Nee, hier ist. Im Badezimmer. Leute, wir haben ja auch Theken. Warum wird jedes Mal die im Badezimmer benutzt? Die soll nur Deko sein. Und ich sage nur wegen den Deko-Objekten, meine ich. So, du kannst mal hier eben kurz. Was machst du da jetzt wieder? Nein. Musst du nicht machen. Gut. So, sie hat den Dings fertig. Dann kannst du eigentlich mal hier öffnen eben. So. Obwohl, Lilith habe ich ein Geschenk gegeben, oder? War das noch so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier kannst du dann das Festmahl eben hier machen. So. Er ist halt wegen dem Feiertag DLC da. Und ja, das ist eine gute Sache mit dem Festmahl. So. Hallo? Nein, aber das hier ist scheiße. Scheiße. Ich dachte schon, ich bin verbuggt. Okay, wir warten auf das eine. Ich hatte befürchtet, einen Bug zu haben, weil immer wenn ich mit Viereck Objekte verschiebe, also manchmal, dann ja. Pack das Stier rum. Anne muss hier anderen Artikel noch schreiben und mein Sohn ist schon wieder draußen, ey. Du provozierst echt deinen Tod, Digga, wenn die Sonne kommt, Junge. Selber schuld, ganz ehrlich. Was bist du für ein Vollidiot? Die Sonne killt dich. Oh Mann. Ja, kümmere dich um Müll, du Loser. Meine Fresse. Kannst froh sein, dass die Sonne nicht scheint, wärst du wild. Vor allem, wenn ich eh mich gerade um andere Leute am kümmern bin. Kannst mal aufhören mit der Scheiße. Ja, ordentlich ist doch kein gutes Merkmal, fällt mir gerade auf. Aber generell ist ja ein bisschen blöd. Naja, was erwartet man von der KI? Ich meine, genau, schütt einfach irgendwas rein. Wird schon passen. Amber wird angerufen. Wer will sie denn anrufen? Sie hat noch Freunde? Ich dachte, meine Haushaltsmitglieder haben keine Freunde. Naja, gut, dass ihr noch Freunde habt, Leute. Auch wenn die nie vorbeikommen und sich kaum melden. Obwohl Sophia meldet sich oft bei Anne. Aber sonst so? Sascha, bist du noch am Kochen oder was machst du da? Okay, gut. Ich dachte gerade, auf einmal kann man das abbrechen. Wäre mir neu. Ja, los, saug sie aus! Oh Mann. Ich werde noch nie im Leben schaffen bei dem Tempo. Sohn, du musst mehr Sport treiben. Schau dir mal die Frau da an. Die geht noch nicht mal schnell. Und der so voll langsam so. Ist mir doch egal. Komm schon. Mach hin. Du, die, aussaugen. Sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr gut.
Was wäre der Dude hingegangen? Ach, keine Ahnung. What the fuck? Was ist das hier? Keine Ahnung. Ich schätze mal schon. Ja. Egal, geh mal wieder nach Hause. Zusammen singen, ja wahrscheinlich. Oh, hier ist Müllmann, ja, den kannst du auch aussagen, Müllmann hier, Junge. Vom Depot, Junge. Abfallbeauftragter, ja, was suchst du in meiner Bude, Junge? Er hat so in Bekanntschaft mit Joey gemacht, okay. Wie wenn die schläft. Angeblich schläft die doch. Ja. Was auch immer. So, Sashi, Ko. Sashimi, du machst mal hier weiter. Sasch. Du, die Leute zum Essen rufen. Ach so. Nein, nicht. Ja, das geht nicht. Komm nicht. So, ich muss das ja kochen und dann einmal zum Fressen rufen, aber warum geht das nicht? Hä? Ich kann nicht rufen, weil ich kein Dings bin? Medizin für Magen. Pfui-Frucht? Ich hoffe Peperoni. Nein, ich nehme einfach Medizin für Magen, hört sich gut an. Abfallbeauftragter, was suchst du hier im Haus? Du willst wohl auch sterben, okay. Stirbst du, Alex, Aleki, Iosua, wie die eine Fortuna. Gut, Alexi, Iosua. Es reicht mit deinem Auftauchen hier, du wirst sterben. Bald wirst du sterben, Junge. Ich werde das nicht vergessen. Du brichst hier ein, du stirbst. Junge, ich werde dich töten, ja. Ich weiß, er kann mich nicht hören. Trotzdem stirbt er. Jeder muss davon bestimmt aufs Klo gehen hier. Du bist immer noch draußen, Mann, ey. Festfall wurde mit Magentherapeutikum sabotiert. Jeder, der davon ist, muss auf die Toilette gehen und zwar dringend. Hoffentlich gibt es genug Toiletten, um den Ansturz zu bewältigen. Oh. Hab das nicht so richtig durchdacht. Merkt man. Aber ich hab den Scheiß los, also ja. Fällt eigentlich. Kann ich noch Geschenke geben? Nein, das habe ich nicht gemacht, okay. Oh Mann. Wo ist Anne überhaupt? Anne? Was machst du da? Komm auf die Zocken jetzt. Willst du Artikel fertig schreiben? Außerdem, was bricht der ein und geht einfach an den PC? Also kein Wunder, dass ich dich umbringen werde, du Müllmann, Junge. Denkst, kannst du hier einbrechen, ja? Was noch? Irgendwas mitgehen lassen? Dich hier wie zu Hause fühlen? Was denkst du, wer du bist, Müllmann? Denkst du, du bist der Ober-Mega-Müllmann oder was? Du bist Müll, der in die Tonne gehört. Was ehrlich? Nicht weil du wegen deinem Job, sondern weil du meinst, dich hier wie zu Hause fühlen zu können. So. Du kannst doch mal hier eben. Nee, warte mal. Ja, wer hat nichts zu tun? Nichts Wichtiges wie. Ja, sie gibt pennen, oh Mann, ey. Ah. Nee, du gehst jetzt nicht pennen. Ist ja schuld. Ich scheiß mal drauf, lass sie pennen gehen. Oh Mann, ey. Kriegt ja keine Punkte leider, aber naja. Scheiße. So, du kannst da mal eigentlich. Ja. Ja, obwohl, geh mal eben Getränke mixen. Machen einfach. Hier, Getränke mixen eben. Wo brauchst du eigentlich noch Durst gerade? Ja, wenn kannst du einfach den Müllmann aussagen, weil mein Sohn ist ja eh noch nicht da. So, kannst du den einfach aussaugen, den Scheiß. Was für du brichst hier ein, Kollege. Fühlt sich wie zu Hause. Zeige ich dir. Ja. Ja, geht irgendwie nicht. Kein Bock jetzt zu warten. Ja. Oh, Fabio ist fertig. tolles Outfit. Winterfest Geschenk geben kannst du mal hier. Speisereste kannst du immer schenken. Ist mir auch eigentlich egal, was du hier schenkst.
komm von Herzen. Und die sägt dich Müll. Toll. Sie freut sich darüber, oh Mann, ist sie dumm. Warum freut man sich über sowas? Okay, meiner hat was abgeschlossen, das ist sehr gut. Anne, mir ist egal, dass du angespannt bist, du wirst hier aufhören mit der Scheiße. Nein, denkst nicht an deine Tochter, das kannst du währenddessen machen. So, kannst hier mal eben den Artikel schreiben, wenn ich dann immer noch nicht passen kann, dass der Müllmann hier einfach reingeht. Also diese Dreistheit einfach, aber naja. Ist also bei den Leuten. 13 schon bis zur Arbeit, ihr wollt mich doch verarschen, nach Weihnachten. Einfach direkt, ja, 30 Stunden später. Ihr müsst zur Arbeit. Schön, ey. So. Ja. Ja, ich werde das wahrscheinlich nur mit Markus hinbekommen. Wenn überhaupt mit Markus, weil ich weiß der Geier, wo der steckt. Ganz ehrlich. Habe ich irgendein Geschenk gegeben? Ja, kannst du eigentlich mal Alex Meuer hier Autogramm geben, bezaubernd vorstellen. Zack, ja. Und dann sagst du sie mal aus. Ein Spaß. Okay, Claudia, wie sieht's bei dir aus? Du bist Anne. Bist du fertig mit dem Artikel? Nee, ne? Ach, Helle. Du brauchst ja eigentlich noch einen Artikel, aber wen? Ja, mich eigentlich. Weil ich habe sowieso nichts zu tun. Und mir geht's ja auch super. Und zwar mehr freundlich. Alter, wie lange hat mein Sohn gebraucht? Als er los ist, war es doch noch hell, oder? Also, ja. Kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, es war noch hell, als er los ist. Also, der braucht dringend mal Sport, ey. What the fuck, ey. Und du beeil dich mal bitte ein bisschen. Du musst noch was anderes machen hier. Sascha, was soll ich hier machen? Du fühlst dich gut. Gegen sabotieren, hä? Ja. Unvergessliche Mahlzeit, weil Festessen sabotiert hat. Diese kleine zusätzliche Zutat, die Sascha ins Festtagessen gegeben hat, wird sie den vergesslich machen. Bahaha. Ja. Für mich auch. Wenn alle dann aufs Klo rennen und ich mir nur denke, what the fuck, was habe ich getan? Weihnachtsmann ist da! Weihnachtsmann! Ich hoffe, du knallst Octavia auf Holz. Ich habe euch ja gesagt, das ist der Weihnachtsmann. So, du kannst mal hier eben zum Essen rufen. Es geht. Ich hoffe, das zählt dann schon bei ihr. Oder sie muss selber kochen, ich weiß gerade nicht mehr, aber ich meine, sie müsste selber kochen. Auf jeden Fall ist sie ja jetzt. So, mach das mal. Und du halt den Weihnachtsmann auf, wenn du mit Anne geplaudert hast. Oh, Romantik gibt's hier von mir, von wirklich von Beeindruckung, eindeutig von mir. Und zwar auch im Müll zu spielen, Digga. Das machen wir nicht. Tu nicht. Junge. Okay, du kannst ihn jetzt aufräumen. Und nein, du gehst dann nicht zum Essen hin. Ja, ich muss das halt machen, damit das abgehakt wird. Bei ihr. Aber naja. Ich bin zum Glück so schlau und brech dann so voll ab. So. Octavia! Dein zukünftiger, was auch immer ist da. Nein, du gehst jetzt nicht duschen. Obwohl, vielleicht besser, also, warte mal, dem Redus. So, hier machen wir einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.